Es ist, als ob der Himmel brennt an diesem frühen Morgen auf dem Betriebsgelände der Abfallwirtschaft Freiburg. Das Team von Restmüllwagen 424 weiß, was das bedeutet. In der Nacht hat es kaum abgekühlt. Zum Dienstbeginn um 6 sind es schon 25 Grad. Sie werden noch mehr schwitzen als sonst und stinken wird es auch wieder. An Tagen wie diesen gibt es nur eine Devise: Nase zu und durch. Michael Rubner, Roland Laule und am Steuer Alicia Schmelzle. Ihre Tour führt sie heute nach Freiburg-Tingen. Nur ein kleiner Vorort, aber auch hier machen die Menschen jede Menge Müll. Und auch hier ist es seit Tagen heiß und stickig. Wenn wir mal einen Blick in so eine Tonne werfen, was ist da alles drin? Eingefasst alles. Das riecht dann schon, gell? Ja, klar, wenn es so warm ist, die Sonne die ganze Zeit drauf putzelt, dann... Ist das für euch besonders schwierig bei solchen heißen Tagen? Ja, gewöhnt schon alles. Die Stange ist halt schlimm. Die Stange. Ja? Ich meine, das ist schon extrem, was ich alles reinwerf. Besonders jetzt die Woche, wo es so heiß ist, ist wahnsinnig. Da kommt man als Düfte entgegen, das ist brutal. Und während die Sonne in Tingen immer höher steigt, fangen die schwarzen Restmülltonnen ganz langsam an zu kochen. Bis jetzt geht's noch, aber nachher, wenn mal die Sonne da ist, der Planet, dann wird's schon. Da kommen auch so schöne kleine Finger entgegen. Was kommt dann? Die kleine Made. Da zum Beispiel. Oh, da stehen sie wieder super. Hitze, Maden, Falschparker. Scheiß. Stehen sie wieder Weltklasse. Souverän manövriert Alicia Schmelzle den schweren LKW durch die engen Gassen und hinten pfeift einer. Ich bin eigentlich immer gut gelaunt. Bitte? Ich bin eigentlich immer gut gelaunt. Boah, sag mal, hey. Stinkt pervers. Schau mal, da Leiche drin, du, das stinkt ja ekelhaft. Ja, boah. Gegen 8 zieht Wagen 424 eine ungewöhnlich strenge Duftfahne hinter sich her. Fleisch, Fischabfälle oder noch Schlimmeres, sie werden es nicht erfahren. Morgen. Der eine oder andere kommt schon mal an LKW und bedankt sich dafür, dass wir so tolle Arbeit machen. Das ist dann schon schön zu hören. Aber meistens wird dann so am LKW vorbeigelaufen, weil es ja eklig und stinkt. Aber im Endeffekt machen die Leute ja, die mit der gerümpften Nase vorbeilaufen, den gleichen Müll wie die anderen auch. Auf der Fahrt durch Tingen ändert sich der Geruch mehrfach. Von penetrant süßlich bis stechend säuerlich. Es verwest und gärt in den Tonnen, es trieft und tropft. Vor allem die großen Kübel sind eine Überraschungspackung, erzählt Roland Laule. Man weiß nie, was ganz unten wartet. Und manchmal wäre es besser, man würde gar nicht erst reinschauen. Und wie lange bleibt der Gestank in der Nase? Wie gesagt, nach dem Duschen geht's dann eigentlich. Aber sonst tragst du den ganzen Tag in der Nase rum. Das ist normal. Aber nach dem Duschen geht's dann. Am Ende der Tour rennen die Maden noch einmal um die Wette. Boah, wahnsinnig. Boah. Hab noch eine Nase voll genommen. Boah. Leer machen musst du ja trotzdem. Schnell leer machen und weiter. Frische Luft. Dann ist Wagen 424 voll. Alicia Schmelzle, Roland Laule und Michael Rubner bringen etwa 8 bis 9 Tonnen Restmüll auf den Umschlagplatz. Und im mittäglichen Gegenlicht haben diese letzten Bilder fast etwas Ästhetisches.